Eine kleine Maus. Willst du mitfahren? Willst du mitfahren? Nee, du willst was zu essen, gell? Seit langem mal wieder Regen. Ich kann gar nicht sagen. Ah ja, doch, klar. In Flora hat es auch geregnet. Aber da sind wir ja nicht gefahren, nicht lang. Zumindest nur bis zum Hostel. Schön, schön. Wann machen wir Mittag? Ja, auch gleich bald, ne? Gleich bald. So, guten Morgen. Wir sind gerade schon wieder am Abbauen. Das Zelt ist schon leer. Aber ich dachte, bevor wir gehen, muss ich euch noch ganz kurz unseren Spot hier zeigen. Richtig cool, wir sind hier in so einem Busch. So, Wacholder. Ist mit Kies ausgelegt oder so. Auf jeden Fall hatten wir hier eine super schöne gerade Fläche. Also richtig nice. Geschützt vom Wind, auch ein bisschen vom Regen. Ja, die coole Schaukel. Und das Geilste natürlich hier direkt am Meer. Ja. So stelle ich mir Kieslege vor. Oh. Und hat sich gleich Mittagspäuschen gemacht. 24 Stunden. Was steht da drauf? Kaffee und Fastfood. War, wie hat es ihm geschmeckt? Gut. Was gab's denn? Schinkenkäse, Blätterteig, Gedöns und ein Sandwich. Genau so war's. Jetzt geht's weiter. Ich bin gerade mal wieder in ein anderes Spiel, was ich noch gar nicht gespielt habe, die Reise und zwar lustiges Wiedererkennen. Nicht mal ein anderes. Scheiße. Versuch's nochmal. Scheiße. Kannst du aber nicht greifen. Schneeflöckchen solltest du sein. Das ist keine Blindschleiche, oder? Schon ein bisschen tot aus. Das sieht aus, als ob der Kopf nach oben guckt, oder? Ja. Die sieht nicht tot aus. Die ist aber tot, ne? Der Kopf guckt doch nach oben. Ja, aber es
Genick gebrochen wurde. Okay. Einen dicken Kaktus, Feigen. Da nehme ich jetzt mal ein paar mit. Kümmere mich mal heute Abend um die. Wie saftig die sind, Maria. Woran sehe ich das? Ah ja. Okay. Eins. Sind wir an einem relativ schönen Platz, werden hier aber nicht die Nachtruhe aufschlagen, sondern haben nur mal wieder meinen Platten repariert. Zum 8. Mal? Ja. Echt? Mhm. Super. Gucken, wie lange es hält. That is our place to be. Scheinbar, oder? Der Bauer arbeitet noch, der kommt uns nachher bestimmt abholen. Stimmt. Ich fange an kochen. Ich baue das Zelt auf. Gut. Heute Nacht haben wir hier gepennt. Also nicht da, wo wir euch noch gezeigt haben. Das war da hinten um die Ecke. Wir sind einfach nochmal hier rüber, weil die Wiese hier ein bisschen besser war, ein bisschen gerader. Wir sind jetzt im wunderschönen Amphilochia angekommen, haben uns heute eine Unterkunft gebucht, irgendwo da, weil all unsere Akkus leer sind und wir müssen aufladen müssen. Und jetzt machen wir mal eine kurze Sightseeing-Tour. Da das so ein kleines Kaff hier ist, gibt es nicht so viel zu sehen. Also, die einzige Sehenswürdigkeit. Dieser wunderschöne Brunnen. Wie gefällt dir der Brunnen, Toffer? Ich finde den super. Dir gefällt er? Richtig schön, ja. Okay. Und dann geht es auch schon wieder weiter. Unsere Körper haben sich inzwischen an die tägliche Belastung gewöhnt. Trotzdem sehnen wir uns nach einer Pause von dem ständigen Standortwechsel. In dem 300 Kilometer entfernten Pylos wartet bereits ein deutsches Pärchen auf uns, bei dem wir 3 Wochen wohnen dürfen. Pampa unterwegs.
Ja. Richtige Mandarinen, oder? Okay. Ich habe auch eine gekriegt. Ja. Wir machen jetzt eine kurze Mandarinenpause. Wir haben nämlich gerade Mandarinen geschenkt bekommen von einem Mann, der ist einfach vorbeigefahren, hat bei uns angehalten, hat Stopp gerufen zu mir, Kofferraum aufgemacht und mir einfach vier Mandarinen in die Hand gedrückt. Schmeldis mal wieder auf Umwegen. Nein. Nach langem Hin und Her überlegen ist das hier unser Place to be für heute Nacht. Das Zelt stellen wir hier gleich auf und ja, werden dann mal wieder die gute alte Nudel kochen. Und hier der wunderschöne Sonnenuntergang. Heilige Nacht. Stille Nacht, heilige Nacht. Ach Quatsch. Wie viel soll ich mitnehmen? Aua. Ach, die werden nicht gehen. Au. Sein Buch und seine Flasche liegen lassen, ha? Und mein Buch habe ich auch wieder gekriegt. Wo hast du es hingelegt? In den Abschrank rein. Also. Ich habe versucht, es da zu lassen. Da wollte das Buch nicht mehr lesen, dann versucht es da zu lassen. Tja, dann kriegt man schon der Gedanken. Vielen Dank.